Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter. Wir sind bei knapp 50%, was die Seen angeht. Wir haben auch schon ein paar Algen produziert, die wir hier hinten an unserem Biolabor angebracht haben. So, wir können auf jeden Fall die Auberginen hier jetzt rausnehmen. Sehr gut, ich denke mal, die Kürbisse müssten... Ah, die Kürbisse sind noch nicht fertig. Okay, das ist nicht so schlimm. Unsere zwei Heizungen hier, die müssen wir auf jeden Fall auch noch irgendwo anders hinpacken. Wir haben ein bisschen was freigeschaltet, können aber auch noch nicht weitermachen. Wie gesagt, hier brauchen wir Obsidian dafür. Und hier brauchen wir eine Methankartusche dafür, um weitere Baupläne anzuheften. Ich glaube, was anderes haben wir noch nicht weiter. Wir haben so einen Extraktor, so einen Erzextraktor. Ich glaube, da benötigen wir auch noch Stufe 2, um dann Obsidian und so zu farmen. Wir haben jetzt erstmal hier komplett wieder diese Standardmaterialien drin. Wir brauchen auf jeden Fall einen Kernreaktor. Dazu brauchen wir auch noch ein bisschen Uran und solche Uranstäbe. Da müssen wir mal auf jeden Fall schauen, dass wir das hinbekommen. Und wir brauchen wahrscheinlich später dann auch noch ein... weiteren Schrank für Eisen. Ich denke mal, das ist noch ein bisschen wenig. Wir haben hier oben natürlich auch noch was. Da haben wir aber noch nichts weiter dran gebaut. Wir waren hier hinten in dem Raumschiff schon. Hier bei diesen Fällen waren wir, glaube ich, schon. Ich weiß auch nicht, ob wir schon eine weitere GPS-Rakete nach oben jagen können. Müssten wir mal schauen. Also, so eine Karteninformationsrakete könnten wir theoretisch gesehen Sehenswürdigkeiten auf der Karte anzeigen. Da brauchen wir ein Triebwerk, Osmium und Superlackierungsstab. Okay, die könnten wir theoretisch gesehen. Also Osmium haben wir, Superlackierungsstab haben wir nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brauchen wir, glaube ich, 8 und ein Alu. Dann können wir uns so einen Stab machen, den wir noch nicht machen können. Okay. Zweimal Uran. Ja, so ein Triebwerk bräuchten wir dafür, ne? Zweimal Uran, Superlegierung. Und was brauchen wir noch? So ein Iridiumstab. Okay, warte mal, den haben wir zurzeit auch noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Den können wir uns aber machen. Jetzt Superlegierung kann ich erstmal zurückpacken. Da brauchen wir, glaube ich, nur eine dafür. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall so ein Triebwerk. Dann brauchen wir, glaube ich, so einen Kompass. Wir haben ein Triebwerk. Warum habe ich jetzt hier nochmal Alu? Ach so, weil ich den Superlegierungsstab noch nicht machen kann. Wir brauchen Triebwerk, zweimal Osmium, ich glaube einmal Superlegierung und dann so ein Kartenkompass, ne? Einen Superlegierungsstab, den können wir noch nicht machen. Mikrochip-Kompass. Ah, den Superlegierungsstab können wir noch nicht machen. Okay, dann packe ich das alles mal hier, packe ich das trotzdem erstmal alles da rein. So einen Kompass können wir uns aber machen, auf jeden Fall. Mikrochip-Kompass, Silizium, Aluminium, Magnesium. Silizium, Aluminium, Magnesium. Dann können wir uns auf jeden Fall so einen Kompass machen. Den wir mit hier reinpacken für die Rakete. Und dann, wie gesagt, Superlegierungsstab haben wir leider noch nicht freigeschaltet. Den müssten wir dann aber theoretisch gesehen da irgendwann mal... machen können wir. Hier können wir ihn auch nicht machen. Wir haben zweimal Wasser, zweimal Sauerstoff. Müssten halt noch ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Um ein bisschen noch was zu erkunden, um ein bisschen mehr freizuschalten. Wir könnten natürlich noch so einen Blumenverteiler hier hinpacken irgendwo. Den haben wir, glaube ich, auch freigeschaltet. So ein Algending haben wir. 34,5 Pflanzen, das bringt 13 Pflanzen. Da brauchen wir einmal Dünger. Irgendwie so einen Blumenverteiler können wir auf jeden Fall noch machen, denke ich mal.
Superlegierung Magnesium. Superlegierung Magnesium. Ich glaube, dann war es dreimal Wasser. 1, 2, 3. Und einmal Dünger. Und für Dünger brauchen wir dreimal Algen, Schwefel, Auberginen. Und Schwefeleimer. Jetzt müssen wir eigentlich so ein Ding hin. Genau, jetzt können wir nämlich so ein Teil machen. Müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht noch eine Blume kriegen, die viel hat. Die hat 400, 300. Ja, wir nehmen die 400er Blume mit. Wir wollen es ja bei uns hier ein bisschen grün machen, ne? So, jetzt habe ich nämlich keine Energie mehr. Wir brauchen unbedingt Uran, damit wir so einen Kernreaktor noch hinpacken können. Ganz wichtig. Eisen, Aluminium, Silizium. Also zweimal Silizium, zweimal das. Zweimal Eisen, zweimal Magnesium. Viermal Kobold. Okay. Ja, mit der Energie sieht es gerade noch ein bisschen schlecht aus bei uns hier, muss ich sagen. Da sind wir noch. Ja, ist noch nicht so gut, ne? So, hier haben wir schon Blumen. Ich denke mal, der verteilt sich dann auch hier auf jeden Fall. Da haben wir die Samen drin. Dann steigert das sich auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir noch so eine Heizung brauchen. Da brauchen wir auf jeden Fall nur einen Iridiumstab. Das ist aber auch nicht das Problem, glaube ich. Iridium können wir auf jeden Fall sammeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann können wir so einen Iridiumstab machen. Silizium, Titan, Aluminium. Silizium, Titan, Aluminium. Müssten wir auf jeden Fall noch so eine Heizung hinbauen. Die packt man dann natürlich auch woanders hin, weil die brauchen wir nicht unbedingt hier drinnen. Ne? So ein Wasserspender, eine Recyclingmaschine, weiß ich nicht, ob wir die brauchen. Nahrungszüchter, eine Schreddermaschine, da brauchen wir Schwarzpulver und auch halt wieder Uran. Uran habe ich noch einen, den würde ich gerne noch ein bisschen, aufheben. Aber Iridium können wir auf jeden Fall sammeln. Kann man auf jeden Fall gleich nochmal trinken. Bei Iridium haben wir ja, glaube ich, hier hinten in der Höhle. Da schauen wir mal, wie viel Iridium wir kriegen. Auch in der Höhle hier hinten sollte es noch eine Kiste geben, eine goldene. Die haben wir, glaube ich, noch nicht gefunden. Da müssen wir mal schauen, dass wir die vielleicht irgendwo... Ich glaube, hier nach oben können wir auch, wenn wir dann Pflanzen haben oder so. Wir werden erstmal... bisschen Iridium sammeln. Wir könnten natürlich auch noch Schwefel mitnehmen, Eis mitnehmen. Das haben wir hier immer noch in der Höhle. Woanders finden wir das eigentlich gar nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob das Iridium sich ja wieder... hier hinten. Hier ist nichts. Aber irgendwo, wie gesagt, ist hier noch eine... hier noch so eine goldene Kiste versteckt. Irgendwo ist hier eine goldene Kiste versteckt. Aber wo die genau ist... Na, Aluminium kann man auch mitnehmen, das braucht man auch. Das Magnesium... auch alles Magnesium. Eisen hat man hier noch. Okay, eigentlich wollten wir Iridium. Eigentlich wollten wir Iridium farmen, ne? Eigentlich wollten wir Iridium farmen. Aber ich muss sowieso einen Sauerstoff nehmen. Ich werde es sowieso nicht zurückschaffen. In der Zeit...
Mal hier unten vielleicht irgendwo. Mal hier hinten irgendwo die Kiste haben. Oh ne, hier waren wir jetzt auch schon mal. Ja, Sauerstoff ist gleich wieder alle, ich weiß. Alles gut. Da nehmen wir mal schnell Sauerstoff, damit wir dann zurückfliegen können. Aluminium, Iridium nehmen wir mit. Hier kommen wir nach draußen, genau. Drei Stück können wir noch mitnehmen. Drei Sachen können wir noch mitnehmen. Nehmen wir auf jeden Fall nochmal Iridium mit. Da machen wir uns so einen Iridiumstab. Hier hatten wir letztens, glaube ich, auch eine Basis gebaut, damit wir hier ein bisschen atmen können. Aber das mache ich jetzt diesmal nicht. Und ich würde sagen, unsere Heizung können wir dann auch mit hier draußen hinstellen eigentlich. Und wie gesagt, ich brauche halt immer noch Uran. Ich möchte gerne noch so einen Kernreaktor bauen. Damit wir erstmal Energie vielleicht nicht wirklich irgendwann dann Probleme haben. So. Da könnten wir sogar noch einen Stab bauen, ne? Da haben wir sogar... Haben wir sogar noch welches über... Sehr schön. Sauerstoff brauchen wir auf jeden Fall wieder einmal. Wasser können wir trinken. Einmal Bohnen zum Essen. Ich dachte, ich würde halt gerne so eine Rakete dann halt noch hochschicken. Auberginen, das braucht alles noch. Ich denke mal, das hier hinten wird auch noch ein bisschen benötigen. Kürbis ist fertig. Ja, können wir auch essen. Ach, Dünger haben wir da hinten drin. Okay. Vielleicht sollte ich hier eine Kiste machen mit Dünger, da brauche ich dreimal Eisen. Eisen haben wir ja. 1, 2, 3. Dann packen wir hier hinten nämlich eine Kiste hin mit Dünger, dann weiß ich, dass wir da auf jeden Fall so einen Schrank haben. So, dann kommt nämlich der Dünger hier rein und dann schreibe ich hier nämlich Dünger auch drauf. So, Auberginen brauchen wir 2. Schwefel einmal und dreimal Algen. Moment, dreimal Algen. Dann können wir uns hier nämlich gleich nochmal so einen Dünger machen. So, da haben wir 2 Dünger, können uns sogar so einen Dünger 2 machen. Da brauchen wir, glaube ich, einen Bioklumpen. Ne, da brauchen wir Kürbis und die Methankartuschen, die wir noch nicht haben. Die fehlen uns halt noch. Pilze und Silizium. Pilze haben wir halt auch noch ein paar. Das reicht, glaube ich, noch nicht. Nee. Die Pilze müssten wir halt auch dann da hinten mit hinstecken. Hier haben wir diese Lima-Samen. Was brauche ich denn jetzt noch für... Ich brauche so einen Superlegierungsstab, den ich noch nicht freigeschaltet habe. Genau. Könnte man noch so ein Algending machen hier? Eine Algen haben wir. Aber bringt halt Biomasse, ne? Muss man halt nochmal schauen, ob wir 2 Bioklumpen haben. Bioklumpen können wir aber auch alleine herstellen. Bioklumpen, Dünger, Magnesium, Superlegierung. Dünger, Magnesium, Superlegierung. Das sollten wir alles haben. Ja, dann holen wir uns mal jetzt schnell noch ein paar Algen, bauen noch so ein Algending hier hin. Wie gesagt, das Wasser, das steigt langsam. Und jetzt haben wir schon noch keine Energie, großartig. Und warum ist das alles... Warum ist das alles hier unten? Das hängt ein bisschen komisch hier dran, ne? Aber wir nehmen sie trotzdem alle mit. Aber unsere Energie hat nachgelassen. Oh, ich möchte... Dann steigt ja unser Terraforming-Index auch nicht wirklich, ne?
Kriegt man nicht mal alle Algen rein hier. Sehr gut. Auberginen haben wir noch zwei. Ne, wir haben keine Auberginen mehr. Die wachsen halt auch nicht weiter jetzt, ne? Ich werde mal die da noch mit reinpacken. Die Bioklumpen noch, weil die Algen ist jetzt voll. Brauch unbedingt das Ding. Also, wir brauchen Eisen. Zweimal Eisen. Zweimal Magnesium. Zweimal Silizium. Zweimal Alu und viermal Kobold. Nämlich ganz schön dunkel hier drin jetzt bei uns. Wie gesagt, das kommt auf jeden Fall alles dann wieder mal weg. Okay, das nehmen wir alles mit. Da haben wir jetzt nämlich einiges ausgegeben. Wasser nehmen wir auch mit. Oh, Blumen kommen auch schon hierher. Sehr schön. So, Titan haben wir. Pflanzenrakete haben wir freigeschaltet. Sehr schön. Muss ich natürlich schauen, was ich dafür brauche. Ne? Aber das ist nicht das Problem. Die können wir auf jeden Fall nach oben schicken. Da müssen wir natürlich schauen. Wie gesagt, ich würde die gerne die Karteninformationsrakete. Da brauchen wir Baumrinde dazu. Erhöht Moos. Erhöht Moosausbreitungsgeschwindigkeit wirkt eine globale Herstellungsbonus durch die Verbreitung von Bakterien aus dem All. Pflanzenmultiplikator 1250. Ja, brauchen wir auch Baumrinde. Baumrinde haben wir noch nicht freigeschaltet, ne? Da können wir halt noch nichts machen. Und für diesen Reaktor. Wir könnten natürlich den kleinen Reaktor bauen. Der große bringt natürlich viel mehr, ne? Aber da fehlen uns halt diese Uranstäbe. Zieht Iridium-Asteroiden an, die brauchen wir nicht. Wir brauchen ja die hier, ne? Zieht Uran-Asteroiden an. Das Triebwerk hab ich auf jeden Fall dafür. Zweimal Superlegierung und Kobold. Dreimal. Superlegierung und Kobold dreimal. Mache ich das halt so. Zweimal Superlegierung und dreimal Kobold. Und hauen wir uns noch so eine Uranrakete jetzt runter, dass wir die einsammeln. Dass wir so einen Uranstab vielleicht noch kriegen. Uranasteroide. Ja, mach mal. Schieß mal hoch das Ding hier. Wir brauchen unbedingt Uran. Ich möchte mir nämlich so einen Kernreaktor noch bauen. Also die Algen da, die entstehen schon sehr gut. Und wie gesagt, hier ist schon alles überflutet jetzt. Ja? Und mal schauen, wo die runterkommen jetzt hier. Dort hinten ist einer runtergekommen. Okay. Dort drinnen wahrscheinlich. Welcher? Mal relativ schnell hinkommen. Da vorne war, glaube ich, also da drinnen ist einer. Dort hinten ist auf jeden Fall einer runtergekommen. Unterm Wasser auch. Hier im Wasser ist auch so ein Ding runtergekommen. Müssen wir mal schauen. Hier ist sogar noch unsere Basis, unsere alte irgendwo. Können wir sogar atmen eigentlich? Obwohl das total... Können wir nicht atmen? Hier können wir auch nicht atmen, weil jetzt alles unter Wasser ist. Okay. Aber hier ist definitiv irgendwo so ein Uran-Ding runtergekommen. Ja. Hm.
kommen wir da nicht überall ran, ja. Ärgerlich. Festbacken will ich mich jetzt auch nicht hier unbedingt. Hier hinten ist auch noch einer runtergekommen. Sauerstoff. Da haben wir auch noch zwei gefunden. Ja, also für einen so einen Uranstab sollte es auf jeden Fall reichen, denke ich mal. Wie gesagt, der dort hinten noch runtergekommen ist. Trinken können wir ja, glaube ich, hier noch nicht. Im Wasser. Nee. Es fehlt halt noch ein bisschen. Eigentlich müsste hier irgendwo auch einer runtergekommen sein. So, wir gehen jetzt mal hier hinten lang. Da war letztens einer auf jeden Fall runtergekommen. Wie gesagt, da drin ist einer runtergekommen. Und hier, ich hoffe mal, dass das nicht wieder da oben alles irgendwo dranhängt. Komme ich nicht ran überall. Das ist doch shitty. Haben die so eine komische Position hier, wo die runterkommen? Verstehe ich nicht. Ja, Bewässerung ist alles gut. Komme ich einfach nicht ran. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mir fehlt halt noch einer für so einen ollen Stab. Ich glaube, einen könnte ich sogar noch haben. Aber es muss ja hier halt irgendwo sein, ne? Kann ja nicht Sinn, dass hier nur irgend so ein Ding drinne war. Ist halt voll ärgerlich, ey. Hier ist Wasser. Hier ist noch ein bisschen Uran. Sauerstoff habe ich, glaube ich, noch einmal mit. Jawohl. Sauerstoff habe ich noch einmal mit. Sehr schön. Naja, immerhin. Also für einen Uranstab reicht es auf jeden Fall. Das heißt, wir können noch so einen Kernreaktor bauen. Dann sieht es mit der Energie erstmal gar nicht so schlecht aus. Ich hätte mir aber gerne ein bisschen mehr erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay, also drei Stück. Die drei kommen hier rein, dann kommt das Eisen hier rein. Dann hefte ich mir das hier an. Superlegierung, Schwarzpulver und dreimal Wasser. 1, 2, 3. Sauerstoff und so muss ich auch wieder mitnehmen. So, Schwarzpulver können wir hier hinten herstellen. Brauchen wir, glaube ich, Iridium dafür, ne? Einmal Iridium und zweimal Schwefel. Schwefel haben wir hier. Jetzt sollten wir uns den eigentlich... Ah ne, jetzt müssen wir erstmal Schwarzpulver herstellen und dann haben wir alles für den Kernreaktor. Sehr schön. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Energie. So, das Wasser nehme ich gleich mit. Das brauchen wir. Wie gesagt, den packe ich auf jeden Fall hier hinten hin. Es gibt da natürlich noch größere. Ja,
Der steht jetzt erstmal hier. Jetzt müssten wir erstmal relativ wenig Energieprobleme haben. Jetzt sollten wir erstmal relativ wenig Dingsprobleme haben. So, einmal Wasser hier rein. Einmal Sauerstoff nehme ich noch mit. Essen werde ich jetzt gleich mal verschnabulieren. Okay. Bohrerstufe 1, Bohrerstufe 2, Bohrerstufe 3. Das sind die Windräder. Das haben wir alles. Es müsste eigentlich jetzt weitergehen. Wir sind bei 74% schon. Wir müssen auch noch ein bisschen erkunden halt. Wir müssten halt noch ein bisschen erkunden, ne? So, Auberginen kommen hier rein. Kürbis haben wir hier drüben und Pilze haben wir hier. Und die Bohnen nehmen wir zum Essen. Weil die sind, glaube ich, am nahrhaftesten, wenn mich nicht alles täuscht. So. Dann können wir gleich noch was trinken. Ja, bald, wie gesagt, können wir auch an den... Bald können wir hier auch an dem Gewässer trinken. Das geht zwar jetzt noch nicht, aber irgendwann geht das, wenn das Wasser bis hier oben steht, glaube ich. Dann sollte das funktionieren. Die Frage ist, in was für eine Richtung gehen wir mal jetzt ein bisschen weiter gucken. Wir könnten noch ein bisschen Aluminium sammeln. Ich habe zweimal Sauerstoff mit auf jeden Fall. Ich gehe nochmal ganz kurz hier rein, dass der nochmal voll ist. Dann holen wir uns noch ein bisschen Aluminium. Auf jeden Fall müssten eigentlich noch ein paar Raumschiffe erkunden. Ich denke mal, es wird auch schwierig, jetzt so weiter die goldenen Kisten zu finden. Ist auf jeden Fall noch einiges an Kobalt. Silizium. Aluminium ist ja gar nicht mehr so viel. Aluminium ist ja gar nicht so viel. Aber das, was hier noch ist, das... Da müssen wir irgendwas in die Luft sprengen, um da weiterzumachen. Da haben wir aber noch nichts, um hier was in die Luft zu sprengen. Das dauert auf jeden Fall auch noch ein bisschen. Was ist das hier? Eisen. Ich glaube, in dem Raumschiff halt waren wir auch schon... Das haben wir komplett leer gemacht hier schon. Gibt es halt auch nichts weiter drin. Ja, wie gesagt, Kobalt könnten wir mitnehmen. Noch brauchen wir ja Sauerstoff. Noch brauchen wir Sauerstoff. Irgendwann haben wir dann hier auch eine Atmosphäre, dann brauchen wir auch keinen Sauerstoff mehr. Das ist natürlich auf jeden Fall richtig gut. Jetzt kommen wir hier hinter in das Gebiet. Da waren wir aber halt auch schon. Es ist halt auch noch nichts weiter passiert oder so. Hier ist noch eine goldene Kiste. Nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Dann tun wir sie auseinanderbauen. Haben wir Aluminium bekommen. Sehr schön. Ist gar nicht so verkehrt. Oh, hier hinten ist auch eine Höhle. Was ist das denn hier? Iridium. Iridium, Schwefel, Osmium. Okay. Osmium nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Was haben wir denn hier? 400, 200. Schwefel nehmen wir mit, Alu nehmen wir, Bioklumpen nehmen wir mit. Ja, die 400er müssten wir eigentlich auch mitnehmen. Wie gesagt, eigentlich halt das Osmium. Und hier kommen wir komplett raus, schon wieder in ein anderes Gebiet. Da ist noch eine Kiste. Aber ich will jetzt auch nicht zu weit gehen, damit wir uns hier nicht so verirren. Das ist gut, dass wir hier auf jeden Fall durch... Hier müsste es eigentlich auch noch eine Basis geben. Irgendwo hier hinten.
Da sind diese schwarzen Felsen. Kann man mal schauen, ob man da vielleicht irgendwo... Hier gibt es nur Osmium, okay. Lithium. Oh, Superlegierung. Die würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Titan, Aluminium gibt es hier richtig viel. Wahnsinn. Okay, was haben wir in der Kiste drin? Nichts Besonderes. Also Aluminium gibt es hier richtig viel. Gut zu wissen, das Gebiet muss man auf jeden Fall erkunden. Irgendwann können wir auch Teleporter bauen. Dann können wir die auch hier hinsetzen, die Teleporter. Hier geht es auch noch weiter. Daher möchte ich aber jetzt noch nicht zu viel erkunden, weil ich habe noch nicht so viel... Ich habe nicht mehr so viel Sauerstoff jetzt dabei. Nur noch eine Flasche. Es wird nämlich schwierig, jetzt wieder zurückzukommen. Mein Inventar ist auch voll. Ja, ich weiß. Ich kann noch ein bisschen fliegen, bevor ich hier... bevor ich hier das Dings nehme. So. Einmal hier rüber. Jetzt sind wir nämlich hier an unserer Basis, die wir als erstes... hier als erstes gebaut haben. Hier war doch irgendwo dieser komische Geheimgang. Genau. Einmal da hinten rum, wie gesagt, da ist auch eine schöne Osmiumhöhle. Mir fehlt halt ein bisschen jetzt was, ne? Oh, Biodom Stufe 2 freigeschaltet. Oh, sehr schön. Warte mal, den und den machen wir mit hier rein. Aluminium packen wir da mit rein. Eisen hat man ein. Kobalt hat man ein bisschen was. Magnesium hat man nicht. Superlegierung haben wir. Iridium haben wir. Haben wir da was hier für unsere... Dings dort. Dann haben wir so eine 400er Blume und eine 600er Blume. Da können wir die da draußen mal schnell austauschen. Dann haben wir hier noch eine 400er... Muss auch mitnehmen, wenn ich sie austauschen will. Pack mal nämlich die 600er Blume hier raus. So. Bioklumpen und Schwefel kommt hier hinten hin. Dann schauen wir mal, was wir für das Biodom 2 brauchen. Schwefel und Bioklumpen. Den Bioklumpen hatte ich mit hier drin. Da ist Dünger, da ist Schwefel. So, das ist Biomasse. Da brauchen wir Bakterium. Oh, das ist gar nicht so schwer. Zweimal Dünger. Dünger ist gar nicht so schwer. Also 1, 2, 3. Einmal Schwefel noch. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal Dünger. Da haben wir keinen Dünger mehr mit drin. Aber hier, so, Biodom. Zweimal Bakterienprobe, Schwefel. Also Schwefel können wir auf jeden Fall mitnehmen. Was brauchen wir für die Bakterium? Ah, da brauchen wir Methankartuschen und die haben wir nicht. Nee, warte mal, wir brauchen die ja Bakterienprobe, ne? Bakterienprobe, okay, da brauchen wir viel Wasser. Wasser und Algen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann brauchen wir dreimal Wasser. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, warte mal, das Biodom, das müssten wir eigentlich noch hinkriegen. So, jetzt haben wir das. Jetzt brauchen wir nur noch eine Superlegierung, ne? Und dann sind wir nämlich schon durch.
Dann können wir mal schauen, wo wir das Biodom hier hinpacken. So, einmal dieses Baumding ist das nämlich, ne? Ja, ist mir durchgefallen. Das wollte ich natürlich nicht. So, ich krieg's aber auch wahrscheinlich nicht hier ran, ne? Hier würde ich es dran kriegen, theoretisch gesehen. Hier dran auch. Warte mal, wenn ich hier aus dem Biolabor dieses Baumding dran mache. Dann habe ich hier die Pflanzen. Da komme ich nicht. Na doch, hier komme ich rein. Hier wird Baumrinde, glaube ich, erzeugt, ne? Ja. Hier habe ich auch zwei Eingänge. Die Frage ist, packe ich das hinten mit dran? Oder setze ich das komplett extra irgendwo hin? Also schön wäre es ja, wenn es hier irgendwo dran wäre, aber hier werde ich das nicht... Hier werde ich das ja nicht dran kriegen, ne? Ich könnte es natürlich auch hier unten auf den Boden setzen. Oder halt oben drauf. Da ist auch mein Lager. Ah, ich könnte es oben drauf setzen. Das müsste eigentlich gehen, ne? Aber halt... Hier passt es halt nicht dran. Hier würde es dran passen. Wäre aber dann halt auch oben, ne? Also ist, weil der Boden nicht gerade ist, ne? Könnt's natürlich auch aufs Wasser bauen. Hier sind, wie gesagt, meine Lagerschränke. Wenn ich es jetzt hier dran baue... Ja, ich müsste halt... Ja, weiß ich nicht. Da müsste ich halt hier noch irgendwo einen Eingang bauen. Das ist jetzt hier hinten dran, ne? Hier hinten. Hier entsteht halt Baumrinde dann. Müsste ich mal schauen, dass ich vielleicht... Was brauche ich denn für einen Eingang? Eisen, Titan, Silizium. Eisen, Titan, Silizium. Dann könnte ich nämlich hier noch so ein... Brauche ich dafür Eisen? Einfach nur ein bisschen Eisen, okay. Nehmen wir jetzt ganz viel Eisen mal mit. Das passt, dann komme ich nämlich hier rein. Und dann kann ich auch sagen... So. 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 Und dann kann ich nämlich vielleicht sogar hier hinten...
hinten rausgehen dann. Dann passt der jetzt nicht dahin. Okay. Habe ich kein Eisen mehr. Ich weiß nicht, ob die Konstruktion so geil ist. Der sollte ja schon ein bisschen halten, der Biodom hier. Also wie gesagt, der erzeugt auf jeden Fall Baumrinder. Die Folge ist vorbei. Die Folge ist vorbei. So, ich brauche halt noch ein bisschen. Immer noch ein bisschen Eisen mit. Das muss ja so. Das muss ja so gut aussehen, ja. Jetzt hier noch eins hin. Dann steht der auf jeden Fall. Warum geht der eigentlich hier nicht hin? Das verstehe ich nicht. Warte mal, dann kann ich aber eigentlich auch den abbauen. Und dann könnte ich hier theoretisch gesehen. Kann ich hier theoretisch gesehen noch eine Treppe dran machen. Da fehlt mir natürlich jetzt wieder Eisen. Alles mit hier. Kann ich alles gebrauchen. Wieder baue ich hier dann weiter. Wenn ich jetzt hier eine Treppe hinmache, brauche ich hier noch eine Tür, ne? Dass ich hier hinten reinkomme. Komme ich hier hinten rein. Okay, das lasse ich erstmal so. Wird vielleicht mal ein bisschen anders gemacht. Ne, ich lasse es erstmal so. Oder ich baue hier wirklich noch eine Wohneinheit. Wohneinheit dran dann später. Muss ich mal gucken. Hauptsache es wird Baumrinde produziert. Kann ich nämlich schon mal mitnehmen, weil Baumrinde brauchte ich auch was. Jetzt habe ich sogar einen Wassersammler. Das brauchte ich, einen Baumrinde. Bin ich mir nicht so richtig sicher, aber Magnesium, Kobalt, Eisen, Titan, Silizium, Baumrinde, das brauche ich denn für so einen Wassersammler hier? Seewassersammler. Drei Bioklumpen, Moment, das mache ich jetzt noch. Ich glaube, Bioklumpen habe ich nicht mehr, ne? Doch, ich habe noch drei Bioklumpen. Was ist das hier? Wo sind der jetzt hin? Ja, Seewassersammler. Finde ich mir mal an. Dann sollte man nämlich langsam auch keine Wasserprobleme mehr haben. Magnesium, eine Superlegierung und Aluminium.
Seewassersammler. Müssten die Seen nämlich fast komplett sein. Er sammelt nämlich für mich dann das Wasser. Sehr schön. Läuft. Das nehmen wir raus hier. Wasser haben wir nämlich jetzt ganz schön viel schon gebraucht. Aber wie gesagt, für was brauchte ich denn Baumrinden? Ach, für diese komische Rakete, glaube ich, ne? Diese komische Rakete. Wie gesagt, hier kann ich... Mache ich die Baumrinde nämlich hier rein. Wenn die produziert wird, weil hier wird ja sowieso dann unser Lager... Und für irgendwas brauchte ich die ja. Ich glaube für so eine Pflanzenrakete. Aber Methankartusche ist halt... Fehlt halt immer noch, ne? Methankartuschen kann ich immer noch nicht irgendwie erzeugen oder so. Also ich habe auf jeden Fall den Wassersammler. Das Biodom haben wir jetzt freigeschaltet. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal noch nichts Neues. Nee, erstmal noch nicht. Gut, dann würde ich sagen, die Folge ist jetzt vorbei. Mal sehen, wie der Wassersammler so funktioniert. Müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Hier wird es langsam ein bisschen schick. Wie gesagt, der Extraktor hier. Titan habe ich jetzt auf jeden Fall voll. Da ist kein Platz mehr drin. Titan brauche ich halt auch nicht, glaube ich, gerade wirklich. Was braucht man hier für so einen Schredder? Schwarzpulver, Osmium, Superlegierung. Schwarzpulver haben wir. Superlegierung haben wir. Und nochmal Osmium. Dann kann ich nämlich so einen Schredder bauen. Den kriege ich nämlich hier daneben. Komm, ich will den nach, dass der gerade nach vorne geht. So, und dann packen wir den bis da hinten ran. Und dann können wir hier nämlich das Titan reinmachen. Und wenn ich jetzt den Knopf drücke, Schreddermaschine, alles geschreddert. Okay, wir haben sie gebaut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann geht es weiter mit Planet Crafter. Wir sind hier mittlerweile, Seen haben wir erreicht. Moos dauert, ja... Dauert ein bisschen. Also wie gesagt, unsere Seen hier sind jetzt so weit fertig, wie sie sein sollen. Der Wassersammler hat auf jeden Fall schon einmal Wasser gesammelt, was sehr gut ist. Und ich bin jetzt schon bei 50 Minuten hier. Okay. Dann trinken wir gleich mal was. Sauerstoff brauchen wir nicht, aber wir brauchen auf jeden Fall was zu essen. Da haben wir ja eigentlich noch relativ viel, obwohl ich hier die Auberginen und die Pilze und das alles hier hinten reinpacke, ne? Aus Sicherheit, aber ich kann das natürlich auch essen. Wie gesagt, Baumrinde braucht man, glaube ich, für so einen... Baumrinde braucht man für diese Pflanzenrakete. Und diese Heizung muss ich auf jeden Fall wegpacken. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte die zwei Bohnen hier reinpacken. So. Weil Bohnen ist eigentlich ein gutes Nahrungsmittel. Supi, dann sind wir durch. Das kann alles vor sich hin wachsen und gedeihen. So langsam nimmt der Planet ein richtig schönes, eine richtig schöne Form an. Hier hinten, wie gesagt. Ich möchte das alles gerne bei mir haben, so, ne? Ich glaube, es gibt dann noch einen Schmetterlingsdom. Mal sehen, wo wir den hinpacken. Vielleicht können wir auch nach oben bauen noch. Werden wir sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Basti. Tschüssi.